Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge durch Karte Info Thüringen. Wir ernten immer noch Feld 12, die erste. Ganz fleißig. Wir versuchen jetzt mit einem Drescher zu arbeiten. Hoffen, dass die Einstellungen gleich klappen. Das heißt, wir fahren jetzt mal von vorne und nehmen die nächste Bahn. Crossplay gleich. Dann nehmen wir den roten, machen noch die eine Bahn fertig, damit er alles mitkriegt. Und dann hoffen wir, es klappt. So. Fahren wir ein bisschen vor, dass er weiß, wo er ist. Wie genau Mittelfunk ist. Die Pfeile passen normalerweise. Ja, mit 24 km/h wird betrieben, aber gut. Das scheint zu klappen. Der ist aktuell. Darf man gleich kontrollieren. Und das auch entsprechend. Die müssen wir reparieren. Trifft sich gerade gut. Traktor auch gleich. So, Traktor ganz vorne, Traktoren. Tausender, macht nichts. Muss sein. Gewichte. Wie ganz gefährlich. Auf Verkaufen drücken. Und hier ist es ganz wichtig zu sehen, ob das nun klappt mit dieser Runde, die er fährt. Und was noch wichtiger ist, dass er auch voll macht und nicht durchfährt. Und da hätten wir das Verschluck, oh, ich bin wieder leer, ich fahre zurück. Und es kommt keine Meldung, erst wenn der Tank leer ist. Ne? Die Gas war drin. Ich dachte, die Wiese wäre nicht schlecht. Ne? Einfach mal sehen, was jetzt ist. Bega einbringt. Ich bin jetzt ein Mod drauf. Extension, das Ding zu, ich glaube. Extension. Und das soll das regeln, dass die Bega etwas daneben. Nee. Das heißt, wir müssen mal diesen Kurs auch wieder was machen. Vorne geht nichts, hinten geht nichts. Warum nicht? Abkuppeln. Das ist dicht dran gefahren. Ah, ich könnte ja auch den Behälter umstellen. Das wäre auch ein einfacher. Machen wir gleich. So, da darf halt nichts. Muss er lahm werden? Das ist typisch. Machen wir das erst. Abfahrer einstellen. Sollte eigentlich klappen normalerweise, so wie er steht. Jetzt, da, jetzt haben wir hier ganz kurz mal was. Garage. Den werden wir verkaufen. Dann werden wir wieder kaufen. Mal gucken, ob das Ding ist. Da nicht dabei. Dann normalerweise bei sein. Wo kommt der?
Tankstelle. Treibhäuser, Zäune, Kirche. Ach so, hier beim Silo. Ah, hier. Zwar drehen. Das ist ganz verrückt. Machen wir so, ne? So. Ja, bis wir einen Kurs eingefahren haben, das dauert ja wieder Ewigkeiten. Alles. Ist auch immer so schwankend unter denen. So. Ja, wegen der Rampe natürlich. Gut. Probelauf. Dieser Wiesen hier. Ersten Wegpunkt, aktuellen Wegpunkt. Ja, nicht so einfach. Drei Prozent. Hat so schön geklappt. Ah, nee. So, mal gucken wir gleich nach. Ja, Flüssigdünger nicht vorhanden. Das klappt das ja bei Flüssigdünger hätten wir auch nicht gebracht. Gut. Das klappt nun. Das ist typisch. Überall kann er fahren, aber da, wo der Treffer steht, da muss er hin. Ja, wenn er ihn auch leer machen will. Ja, das ist. Wie soll ich sagen? Den anderen sollst du leer machen, den anderen. Das ist. Ja, gut, was soll's. Weg. So. Ist nicht so einfach. Dann stell den mal hier vorne mal hin. Gut, dann wollen wir noch was nacharbeiten gleich. Das bietet sich an. Hat alles noch nicht sauer gemacht. Tankt er mal noch? Ups. Ich habe die Zeit nicht gedrückt. Ach, nee, ich lerne es nicht. Dann machen wir gleich hier vorne die Ecke nochmal durch, was er noch stehen lässt. Früh. Dann werden wir gleich den anderen Ding voll machen, wieder mit Saatgut und Dünger. Damit wir da gleich zeitnah beginnen können mit der Aussaat. So, wir hatten zuletzt Soja gehabt, Rupfeld 54. Dann werden wir hier Raps reinbringen. Schön gelb, ne?
Für Sonnenblumen müsste man anders mir weg haben. Ja, auch eine Option. Sonnenblumen. Aber da muss ich gepflügt werden. Also wir machen einmal Raps. Für Sonnenblumen brauchen wir auch andere Geräte. Man muss vorher gekoppert werden. Wer hat durchreichend reicht. Aber da steht. Okay. Das muss schon sein. Tankt immer noch voll mit dem Gift. Spezialgift, denke ich mal. Hoffentlich nicht mit Monsanto. So, jetzt haben wir. Aha, G, X, Q, Klappen ein. Da klappen wir auch gleich rein. Und da werden wir mal wegstellen. So. Machen wir Innenperspektive. Und dann fahren wir wieder oben hin. So, sieht gut aus. Also FPS ist oben rechts ungünstig. Da ist schon was zu sehen. Da ist die Uhrzeit. Also muss ich mal unten rechts aussuchen. So, stellen wir hier mal hin. So, wenn wir unseren Freund voll machen, ne? Ja. Ja, da haben wir einen Sound, ne? 3, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Ja. Mittwoch. Hier haben wir wohl. Ach, die haben wir reingefahren. Die haben wir reingefahren, Junge. Die haben wir reingefahren. Das ist ungünstig. Günstig schon, aber ungünstig. Ja. Der Anhänger ist ungünstig. Den müssen wir wegfahren. Horseplay. Aber der braucht eine ganze Weile. Der kommt so schnell nicht wieder. Der Strom ist ja gut. Müssen wir das Feld bestellen und dann schauen wir mal, dass wir die Nacht wieder schlafen. Aber das können wir erst machen, wenn wir das Feld fertig haben. Wenn die Arbeiten erledigt sind, dann können wir es machen. Das geht auch, gilt auch für Düngen. Beziehungsweise Unkrautbekämpfung. Düngen wäre nicht ganz so tragisch, aber Unkrautbekämpfung. Ja, es würde auch gehen. Aber die Aussaat ist wichtig, dass es fertig ist. Dass nach Möglichkeit eine Wachstumsstufe ist. Wenn wir da 7-8 Stunden schlafen, dann kann es mal ausgehen, wenn du die Aussaat nicht fertig hast, dass sie entsprechend einmal durchwächst. Und 2, vielleicht 3 Stufen drin haben. Das ist dann für die Ernte ungünstig. Das macht die Sache nicht leichter. Wir bereiten jetzt die Aussaat vor. Dazu werden wir erstmal den einen Hänger wegfahren.
alleine fahren. Und dann geht schon irgendwie, ne? Ups, verlinkt. Können wir noch korrigieren? Sicher. Dann machen wir die anderen beiden fix auf. Ui, aufgeladen. Ja, war schnell. So, und den hinstellen, wo er nicht stört. Betonen, wo er nicht stört. Hier oben stört er nicht. Jetzt auf der Wiese, aber das ist immer egal. So, jetzt gehen wir hin zum anderen Traktor. Wir wollen ja den Kalkstreuer, den Traktor sowieso wegnehmen. Der kann ein bisschen zurück. Dann können wir den Traktor nehmen und den gleich entsprechend ab. Bremst er ja logischerweise, ne? Wo er ja nicht voll ist. So, und dann mal gleich nach oben fahren und Saatgut und Dünger rausholen. Und die Silos entfernen könnte. Das wäre mal eine Option, ne? Aber das geht nicht. So, was wir zuerst nehmen, ist egal. Bleibt gut. Einen Ball liegen lassen. Hier ist natürlich dran gefahren. Kein Führerschein gemacht, ne? Ja, so das Spiel glaube ich im Arsch. So, mal aufmachen die Klappe hier. Und wie? Aus Zauberhand. So, hier den Punkt wieder zu finden, nicht so einfach. Also nicht mit Loch, sondern meistens irgendwo anders. Die sich auskennen mit den. Da haben wir es davon. Die wissen genau, wo sie drücken müssen, wo. Voll? Nee. Also wie ganz verzwickt. Voll. Sieht so aus. So, wir wieder reinfahren. Wenn der Kursdrehfahrer kommt, gibt es Probleme. Der gewaltige. Ich glaube, wir fahren mal eine Ehrenrunde. Ne, was sollen wir uns jetzt erquälen? Arbeiten. So. Nur mal gucken nach der Zeit. Nehmen wir einen Manko. Die Zeit vergeht wie ein Fluge und man hat nicht geschafft. So, wenn wir die Außensicht nehmen, also sonst können wir ja nicht einlenken.
Jetzt soll es wieder heiß werden. Also wenn beide durchdrehende Reifen haben, dann ist das nicht gut. Ja, dann drehe ich auch nämlich auch durch. Na, ja, vielleicht kommt der mal im Kurs bei die Kollision. Ja. Die dann entsprechend anhalten. Ist ja noch eine Beta-Phase, muss man mal so sagen, das ist ja alles okay. Ist ja fertig. Tatsächlich, der ist fertig. Das kann man leben. So. Lassen. Stehen lassen. Wir müssen den auffüllen. Das wäre richtig. Und aufräumen. Jetzt holen wir uns den Dünger. So, Innenansicht. Dann auf geht's. Ah, weiter gerade so. Cool. Jetzt eine Schaltung. Das ist Schaltung animiert, das ist nicht schlecht. Garantiere ich dir, dass gerade so. So. Klammer auf. Den Dünger haben wir noch. Mal nachfüllen kann er ja am Silo. Automatisch, wenn es mal klappt. Aber da hat es geklappt auf 13, 12. Da hat es geklappt. Da ist er oben drin. Ah ja, irgendwo ist der Punkt. Da muss man sich mal den Mann weiß, ist gut. Ja, dann voll. Kann man nicht sagen, ne? Kann man nicht erkennen. Da muss ich einsteigen. Denn ganz blöd wäre, wenn der leer wäre und ich würde den in der Garage gefahren haben und wieder rausfahren können. Und rausfahren ist ein Problem, reinfahren. So. Haben wir den da rein und dann geht er eine Ehrenrunde. Und sagen wir uns da quer rückwärts fahren, ne? Denn der sein Tacho. Türseite. Nicht schlecht. Umdrehungszahl, bitte. Gradzahl. Nö. Meilen pro Stunde. Ah. Amerikaner. Bergauf hat er zu tun, Dünger hat er zu tun. 50 Tonnen. Ist schon was, ne? Schon eine Nummer, ne? So. Ja. Gut gefüllt.
So. Genau. So, liebe Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like. Ganz gerne über ein Abo. Ich sage schon mal Danke. Und ich hoffe, man hört und sieht sich zur nächsten Folge. Tschüss und winke, winke. Bye, bye.